Heute suchen wir den Frühling in Form von der Mandelblüte. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video auf Georgis Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind kurz vor Pagera, fahren hier einmal ab, fahren Schlenker durch Pagera und dann werden wir erstaunt sein, oder viele werden erstaunt sein, wie nah die Mandelblüte hier doch dran ist. Erwartet man gar nicht so. Wir brauchen nur ein paar Kilometer oder ein paar Meter, schwer einzuschätzen, wir werden sehen, aus Pagera rausfahren und dann werden wir da hoffentlich noch blühende Bäume vorfinden. Ich mache jetzt hier einen Schlenker, könnt ihr auch rechts abfahren, aber wir fahren noch einmal hier kurz durch den Ort. Wir haben hier ja ziemlich blauen Himmel mit ein paar weißen Wolken, aber im Gebirge sieht es ganz anders aus. Da hängen tiefe, dunkle Wolken über den Wipfeln. Das werden wir gleich sehen, da werden wir gleich hinkommen. Es wird da wahrscheinlich nicht regnen, könnte aber sein. Wir sehen das hier noch, die Bäume sind kahl, also die Nächte sind ja noch relativ kühl. Manchmal einstellig, manchmal auch ganz gut zweistellig von der Gradzahl her. Und wenn die Tage dann so schön sind und man kratzt an den 20 Grad oder geht knapp drüber, ja, dann fängt natürlich schon vieles an zu blühen. Man sieht das auch am Boden, ganz, ganz viel blüht. Ich musste hier mal eben kurz jemand vorbeilassen am Hotel. Hier werden wir jetzt gleich rechts fahren und dann wieder aus Pagera raus. Unsere Route führt uns über Escapdeia. Wenn man nicht motorisiert ist hier in Pagera, dann kommt man wahrscheinlich gar nicht so aus dem Ort raus oder bleibt an der Küste und fährt gar nicht so ins Landesinnere. Dabei sind wir ja hier ziemlich von Bergen umgeben. Also wenn wir nach Escapdeia fahren, dann fahren wir die ganze Zeit bergauf. Das Ganze liegt ja hier in der Gemeinde Calvia. Jetzt können wir die Wolken da hinten schon so ein bisschen erahnen. Vielleicht ist es auch gerade jetzt nur hier im Südwesten einigermaßen klar, so dass die Sonne durchkommt. Und auf der ganzen Insel sehr, sehr unterschiedliches Wetter zum Teil. Wir hatten es am Morgen, da war es auch sehr unterschiedlich. Es ist windig, merkt man hier auch nicht so. Ich denke mal, darüber werde ich die nächsten Tage berichten. Freut euch auf viele schöne neue Videos. Wir fahren jetzt hier aus dem Ort raus. Überqueren hier die MA1. Ja, und wenn wir Glück haben, sind wir schon gleich da und sehen schon die ersten Blüten. Im letzten Jahr war es ähnlich, da hat hier vorne an alles geblüht und je weiter wir hochkamen, desto weniger wurde das. Da sind wir tatsächlich schon. Die totale Ruhe, Vögelgezwitscher. Und da ist die Mandelblüte von Mallorca. Eine schöne Plantage hier. Oder wie sagt man? Ja, Plantage. Dahinter die Berge, schönes Bild. Zum Teil grün die Wiese, viele Blätter sind schon abgefallen. Und je weiter man schaut, desto mehr Bäume sind schon wieder kahl. Einfach mal einen Moment genießen.
gehen übrigens viele Wanderfreunde hier hoch und genießen das ebenso, diesen Anblick. Einfach nur herrlich. Hier kann man sich hinsetzen, was trinken und einfach nur zuschauen. Wenn ein Baum kahl ist, sieht so aus. Da sind die Mandeln. Dann habe ich hier noch eine Hinweistafel entdeckt. Wer die durchlesen möchte, Screenshot machen, leider nicht auf Deutsch. Katalan, Spanisch und Englisch. Und die Fahrt geht weiter. Wir sehen hier auch noch viele Mandelblütenbäume. Werden wir jetzt auch noch auf der weiteren Fahrt wahrscheinlich sehen. Wie gesagt, letztes Jahr war es so, da waren einige Plantagen schon völlig blütenfrei oder es standen nur noch einzelne Bäume dort, die die Blüte trugen. Ich kenne das ja aus meiner norddeutschen Heimat, die Kirschblüte. Immer wenn die Kirschen blühen, dann kommen die Menschen in Scharen in das alte Land. Das ist ja das größte Obstanbaugebiet Deutschland, also im Süden von Hamburg an der Elbe entlang. Und fahren dahin und schauen sich die Blüte an. Und ähnlich ist es dann auch hier. Bloß hier hat man mehr Wandertrupps, mehr Spaziergänger, die tatsächlich hier aus den benachbarten Orten hierher kommen. Vor allen Dingen aus Paraguay, Pagera natürlich. Ja, immer wieder vereinzelt links und rechts die Blüten zu sehen. Wir sind auf dem Weg nach Escapdeia. Wir kommen den Wolken immer näher, wird immer ein bisschen dunkler, die Sonne wird immer weniger.
geht hier richtig steil bergauf, vor allen Dingen in den Kurven muss man den richtigen Punkt treffen, so wie hier. Und da sind wir schon ziemlich hoch jetzt. Wir werden jetzt nicht den Ort nach rechts durchfahren, das ist die interessante Strecke. Wir werden also hier auch ein paar Lokale, die auch geöffnet haben, so Bars. Es gibt dann da mal so Tagesmenü für die Leute, die hier wohnen oder auch Handwerker, die hier vorbeikommen oder hier arbeiten. Wir werden jetzt weiterfahren Richtung Andratsch. Werden also aus der Gemeinde Calvia in die Gemeinde Andratsch fahren. Und da geht es nochmal über einen schönen Berg. Und da haben wir garantiert nochmal traumhafte Aussichten von dort oben. Während wir hier rausfahren aus Escapdeia, sehen wir auch wieder links und rechts viele Mandelbäume, aber manche tragen schon kein Blütenkleid mehr. Die sind schon kahl, also nur noch vereinzelt hier. Das war schon die schönste Plantage, die wir finden konnten und die so nah dran an Pagera. Also wer hier mal herfahren möchte, wer gerade hier ist auf der Insel, Beeilung, das hält nicht mehr lange an. Spätestens dann, wenn jetzt Regen runterkommen würde, würden die wahrscheinlich die Blüten abspülen. Und das Wetter wird wohl wechselhafter. Und wir fahren in wechselhaftes Wetter rein. Wird immer dunkler, da oben sieht man das. Über den Berg fahren wir hinweg, da ist so ein Pass. Und dann sehen wir die ganze andere Seite, Richtung Andratsch.
Das sind schon sehr enge Straßen. Hier muss man auch immer aufpassen, dass da nicht Steine mal runterrollen fürs Auto. Und muss immer sehr wachsam sein, wenn Gegenverkehr kommt. Weil man hier eigentlich ständig über die mittlere Linie fahren muss. Da es sicherer ist, weil doch rechts immer doch Geröll liegen kann. Hier halten wir einmal kurz an und schauen hinunter. Da hinten liegt Santa Ponsa und da können wir auch das Meer sehen. So hoch sind wir. Fantastische Aussicht von hier. Wir sind also fast an der Spitze dieses Berges. Hier in dieser Ecke ist der Galazzo natürlich noch wesentlich höher, aber hier sind wir schon ganz gut hoch, sodass wir weit schauen können. Und es geht weiter. Es ist wieder eine ganz steile Kurve hier. Kann man nur im ersten Gang schaffen. Oh, danke. Sehr nett, der LKW-Fahrer. Also Rücksichtnahme ist hier schon ganz wichtig. Und hier ist genau der Pass, die höchste Stelle dieses Berges. Hier hat man praktisch so eine Nut reingefräst und auf der anderen Seite geht's runter. Und wir sind gleich in der Gemeinde Andratsch. Da vorne kommt das Schild, verlassen Calvia. Und die Strecke, da sehen wir es. Und die Strecke nimmt ihren Lauf, nämlich genauso eng. Aber hier ist jetzt ganz dunkel, also hier ist gar keine Sonne mehr. Und jetzt geht's aber nur noch bergab. Wie wir sehen, nur noch fahren, 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 immer weiter Richtung Andratsch, nicht Port Andratsch, sondern Andratsch, der Ort, der Gemeindestandort. Und hier hängen die Wolken wirklich sehr, sehr tief, aber es regnet nicht.
Jetzt werden wir gleich noch mal einen kurzen Stopp einlegen und genau auf das Tal der anderen Seite schauen. Und genau am dunkelsten Punkt hier halten wir kurz an. Ja, und wie schon gesagt, hier schauen wir auf die andere Seite. Da hinten ist wieder das Mittelmeer und da hinten liegt Port de Andratx. So weit können wir noch schauen, obwohl wir schon ein ganz schönes Stück hier tiefer gefahren sind. Vor uns hier am Tale liegt Andratx, da fahren wir jetzt hin. Da endet die Fahrt, fahren wir noch einmal durch ein paar Straßen hindurch. Enge Gassen dort. Und da unten wird es auch wieder heller. Hier oben hängen die schwarzen Wolken. Ja, das ist wieder so weit aus der Reihe Georgie in Gefahr. Aber nur dann, wenn man hier zu viel Risiko geht, sollte man nicht tun. Zügig fahren ja, aber nicht zu viel Risiko. Darauf achten sollte man auf die Radfahrer. Wir haben schon den einen oder anderen gesehen. Einer sitzt mir hinten im Genick tatsächlich. Wenn man hier sich treiben lässt, macht man einen Riesenfehler. Man sollte seine Geschwindigkeit fahren, die man selber verantworten kann. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer neu ist auf Georgies Kanal, ist hier herzlich willkommen, diesen auch zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr solche spektakulären Fahrten künftig nicht mehr. Jetzt wird es noch mal ein bisschen enger, also hier vor jeder Kurve Gas wegnehmen, aufpassen. Hier sieht man auch noch mal die Blüte. Wunderschön.
Sommer, wenn hier die Massen unterwegs sind, dann ist es natürlich noch mal aufwendiger zu fahren. Dann kommt man hier gar nicht durch. Jetzt machen wir noch mal einen letzten Stopp und zeige ich noch mal hier das grüne Tal, die begrünten Berge. Einfach so wunderschön. Sieht das nicht herrlich aus? Es gibt ja auch auf Mallorca Berge, die ganz und gar kahl sind, keine Begrünung, gar nichts haben. Und hier unten wieder blauer Himmel, weiße Wolken. Hier scheint wieder die Sonne. Ganz im Südwesten von Mallorca. Herrlich anzuschauen. Und hier in Andrat startet ja auch die berühmte MA10, die 110 Kilometer von hier durchs Tramontana-Gebirge startet. Diese bin ich ja schon mal gefahren. In zwei Abschnitten habe ich die ganze Strecke gefilmt bis nach Pollenza. Unbedingt mal reinschauen. Das war eine tolle Erfahrung auch für mich. Man hätte es natürlich noch mehr ausdehnen können und noch mehr Stops einlegen können, alle paar Kilometer. Aber wer diese Strecke mal fahren möchte, sollte sich ganz, ganz viel Zeit nehmen. Für all diejenigen, die Andrat nicht so gut kennen, zeige ich jetzt mal diese ganz engen Straßen. Auch Andrat habe ich ja schon mehrfach vorgestellt. Auch den Wochenmarkt hier, der ist auch richtig klasse. Ganz groß ist er, nicht nur ein, zwei Straßen. Er zieht sich hier durch fast den Ort hindurch. Wir fahren jetzt hier einmal entlang, müssen hier überall Vorfahrt achten. Und dann geht's noch mal ein kleines Stück raus Richtung Porta Andrat. Bis dahin nehme ich alle Zuschauer gerne mit. Das ist doch ein Bild wie aus dem Bilderbuch. Wieder den blauen Himmel und dann die Häuser hier, die Fassaden. Wahnsinnsausblick.
So, das war's. Ich verabschiede mich hier und heute. Freue mich über eure Unterstützung. Danke schon mal jetzt für den Daumen nach oben. Und sage Tschüss, Adios und Bye-Bye aus Andratx im Südwesten von Mallorca. Servus.